So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon. Oh yeah, beim letzten Mal habe ich euch wieder ganz fies hängen lassen hier. Aber jetzt geht's weiter. Wir erfahren, was hat das Megalon denn angerichtet? Vielleicht eher dafür verantwortlich, dass wir in diese Welt gekommen sind. Aber egal, dann kläre ich euch eben auf. Ihr wollt bestimmt wissen, warum Chris sich an nichts erinnern kann. Nun, daran ist euer Freund Megalon schuld. Er hat sein Gedächtnis gelöscht. Das war Megalons Schuld? Du hast das Gedächtnis von Chris gelöscht? Chris, als du in diese Welt kamst, war dein Gedächtnis noch intakt. Wir haben sogar noch gegeneinander gekämpft. In der Hitze des Gefechts ist es dann passiert. Megalon hat dich mit einem Psychokräften getroffen. Das ist der Grund, warum du dich an nichts erinnern kannst. Oh, die Idee, Chris auszunutzen und ihn reinzulegen, kam mir erst dann. Aber warum? Ich musste irgendwie an die Macht des Wassers des Lichts kommen. Und das Siegel der Quelle konnte nun mal nur von einem Menschen gebrochen werden. Diese Sicherheitsvorkehrungen wurden von Pokémon aus der Vorzeit getroffen. Chris wurde übrigens von solch einem vorzeitlichen Pokémon hierher geholt. Dafür musste seine Seele Zeit und Raum durchqueren. Die Ärger und Palkia! Aber wofür der ganze Ärger? Damit Chris diese Welt retten kann. Chris wurde hergerufen, um die Welt zu retten? Von einem Pokémon aus der Vorzeit? Die vorzeitigen Pokémon wussten eben, was in dieser Welt passieren wird. Aber wir haben Wind davon gekriegt, dass ein Mensch in unsere Welt kommen würde. Ein Mensch hätte mit dem Wasser des Lichts erscheinende Pokémon retten können. Das hat uns gar nicht in den Kram gepasst. Wir wollten unbedingt verhindern, dass er das Siegel bricht. Wir haben also Chris angegriffen, um ihn uns von Hals zu schaffen. Voll die Miesen hier einfach. Alles fing in diesem Wasserfall an. Wollt ihr wissen, warum Chris dort bewusstlos im Boden lag? Ganz einfach, weil das der Ort unseres Kampfes war. Und während dieses Kampfes bekam Chris Megalon Psychokräfte ab und verlor dadurch sein Gedächtnis. Als die Megalon mir davon erzählten, hatte ich einen Geistesblitz. Mir kam eine grandiose Idee. Das Wasser des Lichts stellt eine Gefahr für uns dar, keine Frage. Was, wenn wir uns seine Macht selbst einverleiben? Das wäre ein riesiger Gewinn. Wir müssten nur dafür sorgen, dass das Siegel vor unseren Augen gebrochen würde. Aber um das zu erreichen, durfte Chris mich nicht als Feind sehen. Also wechselte ich die Seiten und wurde sein Freund. Ha, aber das war natürlich alles nur gespielt. Was soll das plötzlich? Zuerst gab ich Megalon den Befehl, ihn ohne Vorwarnung anzugreifen. Ich wollte Chris sie als seinen Feind ansieht. Danach kam ich ins Spiel. Was soll das denn jetzt? Ich habe Angst. Ich lief mit Chris vor den Megalon davon, um sein Vertrauen zu gewinnen. Genau, eine grandiose Idee. Schließlich ist er ein Genie. Jirachi steckt dahinter. Siehst du den See dort drüben? Was du da ganz klein am Ufer des Sees sehen kannst, ist mein Dorf. Das ist Ruhenau. Dann brachte ich ihn nach Ruhenau. Alles lief wie am Schnürchen. Aber die Leute, die da wurden, die kannten ihn ja auch, oder? So war das doch. Was zum Segensberg? Psst, ich hab doch gesagt, ihr sollt leise sein. Es soll niemand wissen, dass wir den Berg besteigen. Also sprecht bitte leiser. Wir haben es zwar nicht beim ersten Anlauf zum Gipfel des Segensberg geschafft, aber... endlich. Endlich habe ich es geschafft, das Siegel zu brechen. Die Quelle liegt frei. Letztendlich konnte das Siegel mit der Hilfe von Chris gebrochen werden. Wir legten die Quelle trocken und rissen die Macht des Wassers des Lichts an uns. Darauf hast du es also abgesehen. Du hast alles nur getan, um an das Wasser des Lichts zu kommen. Ich denke, das war klar. Exakt. Und ich bin euch für eure Hilfe auch echt dankbar. Aber jetzt habe ich keinen Gebrauch mehr für euch. Ihr seid nunmehr noch eine Last. Besonders du, Chris. Du wurdest schließlich hierher gerufen, um die Welt zu retten. Lästiger geht's gar nicht. Dieser Raum mag auf den ersten Blick wie jeder andere Raum wirken, aber der Schrein trügt. Der Schrein, der hier nicht steht, nämlich der Schein. Das ist ein ganz besonderer Ort. Wird ein Pokémon hier versteinert, wird es in die tiefsten Tiefen der Welt des Nichts verbannt. Die tiefen Tiefen der Welt des Nichts? Ich wusste, dass ich das nicht kalt lassen würde. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie fürchterlich es dort ist. Wer einmal in den tiefsten Tiefen der Welt des Nichts betreten hat, die tiefsten Tiefen... Meine Güte, kommt dort nie wieder raus. Nicht mal du, Chris. Wisst ihr es. Jetzt wisst ihr, warum ich euch ausgerechnet hierher gelockt habe. Oh nein. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, Megalon. Wir sind dank der Hilfe unserer Freunde von dort entkommen. Jetzt sind wir an der Reihe. Wir müssen unsere Freunde retten. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie versteinert werden. Das hier wird unsere Freunden schuldig. Euren Freunden? Gutes Stichwort. Wisst ihr, warum wir es geschafft haben, euch hierher zu locken? Jetzt kommt Xiao. Hä? Wer denkt, ihr hat uns geholfen, diesen Plan auszuhacken? Das Stichwort ist schon gefallen. Sagt Hallo zu euren treuen Freunden. Zu einem eurer treuen Freunde. Psiau! Hallo Chris und Yu.
Als ich aus meinem Versteck beobachtet habe, wie ihr versteinert wurdet, hat mich Blanas entdeckt. Er hat mich erpresst. Er drohte mich zu versteinern, wenn ich nicht mit ihm zusammenarbeite. Oh, okay, er wurde... Das heißt, Xiao wurde nicht... Ihr habt recht gehabt. Xiao kann nicht von der dunklen Materie kontrolliert werden. Das wäre ja noch schöner. Aber okay. Ich wollte natürlich auf keinen Fall in die Welt des Nichts verbannt werden. Also beschloss ich, auf der Seite von Blanas zu wechseln. Wie smiled. Wie es dabei auch noch lächelt. Tut mir echt leid. Scheinbar nicht so leid. Aber... Seitdem kümmert sich Xiao bei uns um den Informationsverkehr. Ampharos gaukelt übrigens auch vor, sie würde ihm helfen. Moment mal, das heißt... Wie komme ich darauf klar, wie sie dabei lächelt? Deshalb weiß ich immer genau, was er gerade treibt. Xiao ist inzwischen eines der wichtigsten Mitglieder meines Teams. Warte mal, das heißt, Xiao hilft ihm aus freien Stücken. Irgendwie macht es das noch schlimmer. Herr gehört Verräter. Welcher von den Verrätern jetzt hier? Wir haben uns alle irgendwie gegenseitig verraten. Könnt ihr das bitte alles wieder... Können wir nochmal zurückspulen, nochmal zur Schule gehen? Hallo, mein Name ist Chris, ich möchte hier zur Schule gehen. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht abschlagen kannst. Wenn du wieder auf unsere Seite wechselst, dann vergesse ich, dass du mir in den Rücken gefallen bist. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Deine erste Aufgabe lautet, Chris und Yu auszuschalten. Kriegst du das hin? Chris, Yu, verzeiht mir. Megalon, nein. Ich wollte wirklich mit euch die Welt retten, aber nicht um diesen Preis. Ich will nicht in die Welt des Nichts, enden. Alles nur nicht das. Ampharos, kannst du es bitte retten? Es wäre so geil, wenn Ampharos es einfach die ganze Zeit gewusst hätte. Ich habe irgendwie im Gefühl, vielleicht ist das sogar so. Vielleicht Ampharos wirkt zwar wieder übel zu Trottel, aber... I don't know. Was sagt ihr jetzt, ihr zwei? Eure eigenen Freunde haben euch betrogen. Euer Vertrauen wurde missbraucht. Unser Vertrauen wurde so oft missbraucht, dass... Können wir nie wieder herstellen. Also an Chris Stelle, wir wurden jetzt verarscht. Blan hat uns verarscht, Xiao hat uns verarscht, jetzt das Megalon. Naja, also nichts, worauf ihr euch verlassen könnt. Ich glaube nicht, dass Megalon wird uns helfen. Oder Xiao wird uns helfen. Irgendwas wird jetzt gleich passieren. Nur wir Vertrauen in die Welt setzt gerade Zuversicht aus ihr schöpfen, aber ihr habt niemanden mehr, dem ihr vertrauen könnt. Ihr habt nichts und niemanden mehr auf dieser Welt. Also sträubt euch nicht gegen euer Schicksal. Und werdet wieder zu Stein. Genug gefaselt! Das Ampharos, oder? Yeah! Was? Du bist doch... Oh, freut mich, dich kennenzulernen. Halt, warte. Das freut mich eigentlich gar kein bisschen. Ich bin Ampharos. Warum ist da ein Celebi bei gewesen? Wo kommt das her? Jetzt Celebi! Durch die Zeit! Epic. Ich wette, Psyauer Blanas... Okay, Psyo hat Blanas nur verarscht. Ich wette das. Ich wette, Psyo hat Blanas reingelegt. Geschafft, es hat tatsächlich die funktioniert. Neue Stimme. Ich habe keine Ahnung. Oh, das war aber ganz schön knapp. Ampharos, Jirachi, warum seid ihr hier? Und wo sind wir überhaupt? Auf einer Insel im Süden. Entscheidend ist, dass wir weit weg von den alten Ruinen sind. Ihr könnt also erstmal unbesorgt sein. Entschuldige, aber wer bist du? Das ist Celebi. Er ist ein guter alter Freund von mir. Hilf mir dabei, die Vorfälle der letzten Zeit und so. Was hat Ampharos eigentlich schon erzählt? Was hat er für Freund, Jirachi Celebi? Versteht ihr? Die Vorfälle der letzten Zeit zu untersuchen. Weil Celebi ist das zeitreisende Pokémon. You know. Das ergibt Sinn. Ich hätte das Megalon mitgenommen. Ich denke, es könnte ein guter Verbündeter sein. Aber wer weiß. Schade, dass Megalon nicht dabei ist. Celebi? Warte mal, ist das nicht... Hm? Aber ja doch. Chris, erinnerst du dich noch, als wir auf dem Windkontinenten waren? Aber im Endeffekt so okkulten Heim befindet sich der sogenannte Zeitreisesee. Dort hält sich das mysteriöse Pokémon Celebi auf. Wir fragen uns jetzt, ob der Flammendämon gekommen ist, um Celebi zu versteinern. Darüber hatten wir uns gerade unterhalten. Ja, ich verlasse diesen Ort. Wenn Celebi nicht hier ist, dann gibt es für meine Anwesenheit keinen Grund. Deshalb kommt mir der Name bekannt vor. Celebi ist das Pokémon, das Enter damals gesucht hat. Ja, aber er war damals nicht dort. Da war ich wahrscheinlich gerade noch auf meiner Reise durch die Zeit unterwegs. Flieg durch die Zeit. Reise durch die Zeit? Naja, Celebi ist nun mal das Zeitreise-Pokémon. Er kann sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft reisen. Nicht dein Ernst. Die Schriftzeichen, die wir bei der Quelle gefunden haben, stammen aus einer alten Zeit. Und der Schütze, dieses Ereignis musste doch in der Vergangenheit begraben liegen. Ja, ganz genau. Nachdem wir versteinert wurden, haben wir ja auch so einiges erfahren. Über den Baum des Lebens, sowie über die dunkle Materie und all das ganze Gedöns.
Das sollte uns einiges an Zeit ersparen. Ente hat mich vor geraumer Zeit gebeten, mich diesbezüglich schlau zu machen. Er wollte, dass ich die Vorfälle mit dem Versteinerin untersuche. Ente hat das in die Wege geleitet? Ja, Ente kann schon recht überzeugend sein. Manche würden sogar einschüchternd sagen. Ja, ich glaube, ich weiß, was er meint. Aber es war ihm völlig ernst mit dem Anliegen. Er hat gespürt, dass diese Welt in großer Gefahr schwebt. Und wie man sieht, hat er recht behalten. Die Lage ist alles andere als rosig. Ihr wisst, dass der Baum des Lebens wegen der dunklen Materie gerade welkt. Ja. Und ihr wisst auch, was passiert, wenn der Baum des Lebens völlig vertrocknet. Unser Plan wird sich langsam, Planet wird sich langsamer drehen und sich nach und nach der Sonne nähern. Was, der Sonne? Ja, so ist es. Das wird sogar weit gehen, dass unsere Welt irgendwann von der Sonne verschlungen wird. Und so entstand Hawaii. Dieser Effekt ist bereits für jedermann spürbar. Der Planet ist der Sonne schon genähert, darum ist es in letzter Zeit auch so heiß. Dann haben wir uns also nicht nur eingebildet. Mir kam die Sonne auch schon irgendwie größer vor als sonst. Und da denkt man, die Versteinerungen könnten nicht mehr schlimmer kommen. Wird der Planet nun von der Sonne verschlungen, bedeutet das natürlich das endgültige Ende. Ein richtiger Informationsüberfluss gerade hier. Eines steht fest, wir müssen irgendwas unternehmen. Aber bevor wir uns in den Kampf stürzen, benötigen wir noch mehr Informationen. Darum sollte Celebi die Ereignisse der Vergangenheit für uns untersuchen. Während Jirachi und ich analysiert haben, was bei uns in der Gegenwart passiert ist. Psyo haben wir damit beauftragt, alle von uns herausgefundenen Informationen zusammenzutragen. Aber Psyo hat doch die ganze Zeit für Blanas gearbeitet, gezwungenermaßen. Ja, sehr gut. Habt ihr das wirklich geglaubt? Meinetwegen hätte Blanas mich damals ruhig zu Stein verwandeln können. Hätte ich zum Glück eine... Ja, aber ich hatte zum Glück eine bessere Idee. Ich habe so getan, als hätte ich echt Angst vor ihm und mich auf seine Seite geschlagen. Auf diese Weise konnte ich Blanas Infos für Ampharos geben, während ich gleichzeitig Ampharos über Blanas auf den Laufenden halten konnte. Psyo ist so OP. Ich habe schon gesagt, ich habe... Vor wie Folgen ist das? Zwei, drei Folgen her. Psyo ist wahrscheinlich... Der intelligenteste Charakter in diesem Spiel. Was ja wahrscheinlich. Eigentlich ist Psyo der intelligenteste Charakter in dem Spiel. Psyo ist einfach schließlich ein Genie, nicht wahr? Richtige Doppelagentin hier. Good job, Psyo. Du hast mich nicht enttäuscht. Muss ich nochmal sagen, mein Herz wäre echt zersprungen, wenn Psyo wirklich böse gewesen wäre. Ich habe gedacht, die dunkle Materie hat sie ja erfasst. Aber als wir da eben unten alle waren, sehr, sehr gut. Ja, wie dem auch sei, mit Einschüchterung kommt man bei mir nicht weit. Ja, das habe ich gemerkt. Ich muss schon sagen, Psyo, manchmal kannst du einem richtig Angst machen. Erinnerst du dich an den Moment, als wir Megalon geschnappt haben? Wir sollten Ampharos um Rat fragen. Psyo, wärst du so nett? Kein Problem. Ich versuche sofort, mit ihm Verbindung zu setzen. Was ist los, Psyo? Tut mir leid. Ich komme nicht zu ihm durch. Ich hoffe, es ist nichts passiert. In Wahrheit habe ich Ampharos damals sehr wohl erreicht. Ich habe ihm gesagt, dass du und Chris wieder zurückverwandelt worden seid und habe ihn über die Megalon in Kenntnis gesetzt. Dann hat er mir gesagt, ich solle so tun, als wäre ich nicht zu ihm durchgedrungen. Also habe ich bei dieser Scharade mitgespielt. Diese Twists, Leute, das ist so viel für mein Gehirn. Du hast es einfach so in die Falle zappen lassen. Es tut mir leid, ich konnte ja nicht ahnen, wie sich die Dinge noch entwickeln würden. Aber dank dem, was Blanas und Dorn den alten Ruin gesagt hat, können wir jetzt so viel besser mit der Bilderlage der Dinge machen. Es wird Zeit, dass ihr endlich auch eingeweiht werdet. Ich werde euch erzählen, was Jirachi und ich herausgefunden haben. Und was Celebi in der Vergangenheit in Erfahrung gebracht hat. Seid ihr bereit? Volles Rohr, gib Stoff, gib Power. Und wie? Möchtest du speichern? Ja, 100-mal möchte ich speichern. Twists ohne Ende, Leute. Was geht hier ab? Kapitel 21. Die dunkle Materie. Uiuiuiui. Dann erzähle ich euch erstmal was über die dunkle Materie. Im Grunde handelt es sich dabei um eine große Masse, die aus dem Hass, Unmut und Schmerz besteht. Dann alle Pokémon dieser Welt in sich tragen. Da habt ihr es, Leute. Alle Pokémon sind von Grund auf böse. Nein, natürlich nicht. Das Ganze ist also eine Art riesiger Klumpen aus Hass und Unmut. Genau. Jedes Mal, wenn du dich ärgerst, jedes Mal, wenn du neidisch auf jemanden bist, alles negative Gefühle, die in uns aufkommen. All das fließt zusammen, wächst und wächst und wächst und bildet diese Masse, die jetzt den Baum des Lebens befallen hat. Warte mal, solche negativen Gefühle, die hat doch jeder mal, oder etwa nicht? Wenn die dunkle Materie dadurch entsteht, dann wird sie doch niemals ganz aufhören zu existieren. Da hast du völlig recht. Vor langer, langer Zeit war das der Lauf der Sterne, der die dunkle Materie zum Stillstand gebracht hat und so die Gefahr abgewendet hat. Doch die dunkle Materie wurde dabei nicht besiegt. Sie wird nie ganz vergehen. Was? Aber was könnten wir dann überhaupt tun?
Es erinnert mich tatsächlich gerade sehr, ihr schreibt so gerade in den Chat, es erinnert mich sehr an Dark Matter aus Kirby Crystal Shards. Aber was können wir dann tun? Auf diese Frage haben wir derzeit noch keine richtige Antwort. Irgendwas müssen wir aber tun, so viel steht fest. Sonst wäre das nicht mehr unsere Welt. Naja, sonst war's das mit unserer Welt. Darum versuchen wir auch so verzweifelt, etwas aus dem damaligen Vorgänger zu ziehen. Vielleicht erzähle ich euch am besten, was ich bisher herausgefunden habe. Vor langer Zeit begab es sich schon einmal, dass dieser Planet sich der Sonne näherte. Die Pokémon jener Zeit versuchten, die dunkle Materie zu bekämpfen. Doch sie waren nicht allein. Es gab einen Menschen, der an ihrer Seite kämpfte. Es war Ash Ketchum. Als ob. Einen Menschen? Was das betrifft, habe ich eine Theorie. Ich vermute, dieser Mensch warst du, Chris. Wir waren das, Chris. Das lässt sich natürlich nicht beweisen, da Chris sein Gedächtnis verloren hat. Aber mal ganz abgesehen davon, ob er nun war oder nicht, dieser Mensch hat auf jeden Fall gekämpft, bis der Lauf der Sterne Wirkung gezeigt hat. Die dunkle Materie kam zum Stillstand. Man wusste nun, dass die dunkle Materie von der Bewegung der Gestirne abhängt. Eines fernen Tages würde sie also wieder aufleben und den Planeten erneut bedrohen. Den Pokémon jener Zeit muss es ein Anliegen gewesen sein, ihren Nachkommen zu helfen. Und so haben sie Maßnahmen ersonnen, ihnen bei diesem bevorstehenden Kampf zu helfen. Dazu gehören das Siegel der Quelle und was sich dahinter verbirgt, sowie die zwei Schals, die ihr beiden tragt. Ah, die Schals, stimmt. Mit denen muss ja auch noch irgendwas sein. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Was, unsere Schals? Ich meine, dass den Schals mysteriöse Kräfte innewohnen, wussten wir ja bereits, aber... Dazu müssen wir wissen, dass sie von einem Pokémon namens Mew erschaffen wurden. Anscheinend bestehen sie aus einem Material, das vom Baum des Lebens stammt. Mew wird auch noch vorkommen, das ist richtig episch. So viele Legends hier, die eine Rolle spielen. Gut, wenn man denkt, viele legendäre Pokémon es gibt, sind es immer noch ganz schön wenig, aber trotzdem. Unzählige Generationen haben sie schon lange wieder und wieder weitergereicht, bis sie schließlich in deinen Besitz gekommen sind, Yu. Wie haben wir die überhaupt nochmal bekommen? Wie haben wir die Schals bekommen? Hat uns nicht Blanas die begeben? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber warum wurde ausgerechnet ich diese Schals? Genau, das würde ich auch gerne wissen. Als ich Amphoros erzählt habe, was ich über die Schals weiß, hat er mich sofort aufgefordert, einen Blick auf das zu werfen, was sie um den Hals tragt. Und was ich da sah, war exakt das, was ich in der Vergangenheit gesehen habe. Ich konnte zuerst überhaupt nicht glauben. Yu hat sie uns geschenkt. Okay, Yu hat sie. Das heißt, wir haben nicht erfahren, wurde gerade auch mal gesagt, wir wissen nicht, wo Yu die selber bekommen hat. Verständlich, geht mir genauso. Opa hat mir immer erzählt, dass ich diese Schals schon hatte, als er mich gefunden hat. Ah ja, genau. Ich erinnere mich, ich glaube, es wurde auch schon mal gesagt. Er meinte, ich wäre in die Schals eingewickelt gewesen. Aber wir wissen nicht, wie es dazu gekommen ist, oder? Wie dem auch sei. Das müssen wir jetzt auch mal so akzeptieren. Du hast doch gesagt, diese Pokémon ist Mew, oder? Ich meine, das Pokémon, das die Schals aus dem Baum des Lebens angefertigt hat. Ja, genau. Damals bei dem Kampf gegen die dunkle Materie war Mew sowas wie ihre Anführerin. Chris, Anführerin? Stand gerade Anführerin, oder? Mew ist also weiblich hier, okay. Weißt du noch, was Blanes gesagt hat, als wir in den alten Ruinen waren? Genau, von einem urzeitlichen Pokémon. Ja, Mew dann eventuell. Haben wir eben erst gehabt. Laut Blanas war es die Seele eines vorzeitlichen Pokémon, die Chris aus der Menschenwelt herbeigerufen hat. Ich frage mich, ob das womöglich Mew war. Demzufolge wäre es also Mew gewesen, die mich... Das ist zwar nur eine Theorie, aber wir glauben, dass du die dunkle Materie in der Vergangenheit schon einmal bekämpft hast, Chris. Deine Erfahrung und dein Wissen aus jenem Kampf würden auch in Zukunft nötig sein. Und deshalb hat Mew, oder zumindest ihre Seele, dich erneut aus der Menschenwelt zu uns gerufen, damit du uns wieder helfen kannst. Dummerweise hast du da bei dem Kampf gegen die Megalon dein Gedächtnis verloren. Chris, falls du dich an irgendwas erinnern kannst, egal an was, sei es noch so trivial. Ich kann mich nach wie vor an nichts erinnern. Schwierig, nun ja. Auch ohne deine Erinnerung können wir zumindest eins mit Sicherheit sagen. Die Schals, die du und Yu tragt, wurden gemacht, um die dunkle Materie zu bekämpfen. Sie müssen demnach der Schlüssel zum Sieg über die dunkle Materie sein. Außerdem, Yu, wenn ich mit meinen Überlegungen nicht daneben liege, dann wird der Kampf diesmal hauptsächlich von dir geführt werden. Oho. Von mir? Also, Freunde, es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Kommen die bitte alle mit. Oh, komm, bitte lass uns diese 6er-Truppe haben. Das wäre so mega episch. Wenn wir nichts tun, wird die dunkle Materie mitsamt des Baumes des Lebens verschwinden.
und unser Planet wird von der Sonne verschlungen werden. Wir müssen handeln, und zwar schnell. Genau, deswegen aufhören zu labern und handeln. Wir reden übrigens für die Katzen jetzt schon 20 Minuten lang jetzt ungefähr. Länger sogar. Wartet. Wissen wir denn überhaupt, wo sich der Baum des Lebens befindet? Auf dieser Insel. Vor uns liegt der Wald des Anfangs. Und mitten darin befindet er sich der Baum des Lebens. Diese Feuerinsel, auf der wir schon gemeinsam waren, ist auch ganz in der Nähe. Es war alles andere als leicht, diese Information zu ergattern. Aber endlich ist es soweit. Kommt, lass uns gehen. Chris, you. Möchtest du speichern? Oh ja, Leute. Oh, meine Güte, das waren Riesenschwall an Infos. Krass, 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 krass. Okay, und da sind wir, Leute. Wir sind bereit, zum Baum des Lebens vorzudringen. Wie überaus episch war das denn? Und ich wusste, dass wir uns auf Psiao verlassen können, Leute. Unser Herz schlägt ewig für Psiao. Aber auch für die anderen natürlich. Das ist, entwickelt sich ja gerade äußerst episch. Leute, beim nächsten Mal geht's ja weiter mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Bis dann.